Jesus Christus offenbart durch Jakob Lorber, Jenseits der Schwelle, Sterbeszenen. Szene 3: Ein wohltätiger, religiöser, ehebrechender Reicher. Da sind wir schon wieder am Sterbebett eines Mannes, der sehr reich war, seinen Reichtum rechtmäßig verwaltete, seine Kinder möglichst wohl erzog und dabei die Armen stets bestens bedachte. Freilich, mitunter auch manchmal für ein sogenanntes vergnügtes Stündchen, jene armen, aber jungen Schwesterchen, die um einen Herzogspfennig, einen Dukaten, für allerlei lustige Dinge zu haben sind. Daneben aber hielt er im Ernste große Stücke auf die Heilige Schrift, las oft und fleißig darin und glaubte fest, dass Jesus der eigentliche Jehova ist. Denn er lernte solches aus Swedenborgs Werken, von denen er in seinen Mußestunden bis auf einige kleine Werkchen alle gelesen hatte. Solche seine Belesenheit aber machte ihn auch sehr aufbrausend, so er jemanden über Jesus gleichgültig oder gar schmählich reden hörte, und befand sich irgendein solcher Antichrist in seiner Gesellschaft, so musste dieser sich bei Zeiten aus dem Staube machen, ansonsten er wohl die übelsten und sehr handgreiflichen Folgen zu befürchten hatte. Kurz und gut, unser Mann war ein vollkommener, strenger Held fürs reine Christentum. Dieser Mann erkrankte in seinem bedeutend vorgerückten Alter, und zwar infolge einer großen Festtafel, bei der er des Guten schon ohnehin zu viel tat, und nach der Tafel besonders ob des, wegen des durch die vielen starken Weine zu sehr aufgereizten Blutes, gepflogenen zweimaligen Beischlafes mit einer jungen, fleischlich sehr üppigen Schwester. Als unser Mann nach solcher Expedition nach Hause kam, empfand er einen leichten Schwindel, den er für ein Ruschel hielt. Aber er irrte sich. Kaum war er im Begriff, ins Bett zu steigen, als ihm schon die Füße den Dienst versagten. Er stürzte für die Welt bewusstlos zusammen und war, wie er zu sagen pflegt, auch schon mausetot. Dass die Seinigen, zutiefst erschreckt, augenblicklich alles aufboten, ihren Hausvater zu erwecken, versteht sich von selbst. Aber es war vergebliche Mühe. Denn was einmal von den Engelsgeistern geholt wird, das erwacht für diese Welt nimmer. Es ist daher bei diesem Manne diesseits nicht viel mehr zu beschauen und zu behorchen. Darum wollen wir uns aber auch sogleich in die Geisterwelt begeben und sehen, was sich unser Mann dort ausnimmt, was er beginnt und wohin er sich wendet. Vor allem aber müsst ihr wissen, dass Menschen, die von einem Totalschlag gerührt werden, durchaus nicht wissen und auch nicht im Geringsten merken, dass und wie sie gestorben sind. Sie finden keine Veränderung, weder ihres Hauswesens, wie sie es auf der Erde hatten, noch in ihrem Befinden, außer dass sie ganz gesund sind, was sie aber gewöhnlich auf der Welt auch waren. Desgleichen sehen sie auch keine Engel, obschon diese nahe bei ihnen sich befinden, und vernehmen auch nicht das Geringste aus der Geisterwelt, in der sie sich doch vollkommen befinden. Kurz und gut, sie sind in allem und jedem wie noch ganz auf der Welt. Sie essen und trinken, sie leben in ihrem wohlbekannten Ort, in ihrem Hause und vollends in ihrem Familienkreis, da ihnen sozusagen kein teures Haupt fehlt. Also war und ist es auch mit unserem Manne der haargleiche Fall. Seht nun schon in der Geisterwelt. Er steigt ganz guter Dinge in sein Bett, in seinem wohlbekannten Schlafzimmer, das hier ganz auf ein Haar mit all dem eingerichtet ist, wie das auf der Erde. Seht, wie ganz gemächlich er sich im Bette ausstreckt und den Schlaf sucht und erwartet. Aber dieser einzige Umstand macht unseren Mann etwas stutzig, dass er diesmal zu keinem Schlafe kommt. Denn der Schlaf ist den Geistern fremd. Sie haben wohl auch einen entsprechenden Zustand, der dort Ruhe heißt, aber im Wesentlichen nicht die leiseste Ähnlichkeit mit dem irdischen Schlafe hat.
behorchen wir nun aber unseren Mann selbst und sehen, wie er sich in seinem neuen Zustande benimmt und wie er ihm vorkommt. Hört, was er nun im Bette spricht. Du, Lini, schläfst du? Die Lini, sein Weib, richtet sich auf und sagt: Was willst du, lieber Leopold? Fehlt dir etwas? Nebenbei, Weib und Kinder und sonstige zum Hause Gehörige reden durch eigens dazu beorderte Geister, wie verdeckt dargestellt. Spricht der Mann: Nein, mir fehlt gerade nichts. Ich bin, Gott sei's gedankt, ganz kerngesund. Nur kein Schlaf, aber auch nicht die leiseste Anmahnung zum Schlafe will sich meine bemächtigen. Geh und gib mir meine Schlafpillen. Ich werde ein paar verschlucken. Vielleicht wird sich's nachher tun. Die Lini steht sogleich auf und erfüllt den Willen des Mannes. Die Pillen sind nun verschluckt, aber der Schlaf bleibt noch immer aus. Der Mann spricht nach einer Weile: Lini, geh, gib mir noch ein paar, denn sieh, mir kommt noch kein Schlaf. Ich werde nur stets munterer statt schläfriger. Lini spricht: Geh, lass die Pillen, könntest dir damit noch den Magen verderben. Pflege dafür lieber mit mir deinen Beischlaf, und du wirst dadurch vielleicht eher zu einem Schlafe kommen, wenn du denn schon durchaus schlafen willst. Spricht der Mann etwas betroffen: Ja, liebe Lini, mit dem Akte wird's nun bei mir etwas hart hergehen, denn du weißt es ja schon aus langer Erfahrung, dass ich nach einem großen Schmause dazu nie disponiert bin. Denn da versagt mir die Natur allzeit den gewissen, erforderlichen Dienst. Daher gib mir doch lieber noch ein paar Pillen. Spricht das Weib: Sonderbar, mein lieber Herr Gemahl. Man spricht aber doch, dass sich der reiche, gottesfürchtige Leopold gewöhnlich nach solchen Festtafeln zu einer gewissen Zilli begebe und dort seinen Mann derart stellen soll, dass sich daran ein Jüngling ein Beispiel nehmen könnte. Aber so nachher daheim die treue, freilich wohl schon etwas mehr bejahrte Lini merken lässt, dass sie des Leopolds Weib ist und manchmal aus gewissen Gründen auch zu keinem Schlafe kommen kann, da hat der Leopold dann allzeit tausend theosophische, philosophische und Gott weiß was alles noch für Gründe, des Weibes billiges und ohnehin sehr seltenes Verlangen zu beschwichtigen. Schau, Leopold, du Freund der Wahrheit, wie kommt es dir denn so geheim bei dir vor, so du mich, dein allzeit getreuestes Weib, so schnöde und wahrhaft scheinheilig anlügst? Wie oft hast du mir die Schändlichkeit des Ehebruches mit den grellsten Farben ausgemalt? Was sagst du aber nun zu dir selbst, so ich dir sonnenklar bezeigen kann, dass du selbst ein Ehebrecher bist? Spricht der Mann ganz verdutzt: Lini, liebes Weib, woher weißt du denn solche Taten von mir? Wahrlich, so etwas könnte ich nur in einem dicksten Rausche getan haben. Und habe ich's getan, so rechne ich darauf, dass du mit einer menschlichen Schwäche an mir auch eine christliche Geduld haben wirst und wirst davon weiter keinen unser ganzes Haus entehrenden Gebrauch machen. Sei gescheit, liebes Weib, sei gescheit und rede nicht mehr davon, denn sieh, deswegen habe ich dich dennoch überaus lieb. Sei nur wieder gut, sei gut, mein liebes Weiberl. Ich werde sowas in meinem ganzen Leben nimmer tun. Spricht die Lini: Ich glaub's auch. Wenn man schon sein ganzes hindurch so gelebt hat und sein treues Weib wenigstens alle 14 Tage einmal betrogen und ein paar Mal sich sogar eine abscheuliche Krankheit geholt hat, da wird es freilich wohl an der Zeit sein, von derlei Verrichtungen abzustehen, von denen in der Schrift geschrieben steht, Hurer und Ehebrecher werden in das Himmelreich nicht eingehen. Sage mir, du, mein in aller Gottesgelehrtheit wohlunterrichteter Mann, was wohl würdest du nun tun, so dich der Herr plötzlich abriefe? Wie sähe es da mit deiner Seligkeit aus? Oder hast du es vom Herrn etwa schriftlich,
dass er dich so lange wird leben lassen, bis du dich bessern wirst aus deines Lebens Fundament? Ich möchte aber noch wegen der gewissen Schwester Zilli nichts sagen, aber die unverkennbare sinnliche Neigung, die du zu unserer eigenen ältesten Tochter, bevor sie heiratete, auf eine Weise kundgetan hast, die dir einen unvergänglichen Schandfleck vor Gott und allen Menschen, so sie es wüssten, auf deine gottesgelehrte Stirne gedrückt hat. Sage, was soll ich denn dazu sagen? Oder was wird Gott dazu sagen? Spricht der Mann noch viel mehr verdutzt. O Weib, du fängst an, mich im Ernste zu quälen. Freilich, leider mit allem Recht, denn es wäre mehr als läppisch von mir, so ich es dir negieren möchte. Aber weh tut es mir dennoch. Und ich begreife überhaupt gar nicht, wie du, meines Wissens, durch unsere ganze Ehezeit nichts davon erwähntest. Und nun alle Schleusen auf einmal öffnest und mich förmlich vernichten willst. Bedenke, dass wir Menschen alle schwach sind in unserem Fleische, wenn wir auch den willigsten Geist haben. Und du wirst mir alle meine Schwächen leicht verzeihen. Bedenke, dass der Herr die Ehebrecherin nicht gerichtet hat, so wird wohl auch ein reuiger Ehebrecher bei ihm Erbarmung finden. Und also richte auch du, liebes Weib, mich nicht, denn ich bekenne und bereue ja meine große Schuld an dir samt dem leidigen Vergehen an unserer verheirateten Tochter. Der Herr Jesus vergebe es mir, wie du es mir vergibst. Das Scheinweib spricht, gut denn, so sei dir alles Geschehene vollends vergeben. Sieh aber zu, dass du in Zukunft von deiner vorgeschützten Schwäche keinen Gebrauch mehr machst, sonst wirst du wenig Segen von dieser meiner vollsten Nachsicht haben. Ich werde dich daher noch eine Zeit ertragen und sehen, aber schlafen wirst du nimmer, denn sieh und höre, du bist nicht mehr auf der Erde, sondern hier in der Geisterwelt. Und ich, die du nun als dein oft berücktes Weib ansahst, bin nicht dein Weib, sondern siehe her, ich bin der Herr und dein Gott. Belasse dich aber, so du willst, wie du nun bist. Willst du aber weiter, so folge mir hinaus aus diesem deinem alten Schandgemach. Der Mann erkennt mich und fällt wortlos vor mir auf sein Angesicht. Ich aber sage zu ihm, richte dich empor, denn deine Liebe ist größer denn deine Sünde. Daher sei dir alles vergeben. Aber bei mir kannst du noch nicht Wohnung nehmen, solange dir noch Irdisches anhängt. Siehe aber, dort stehen Engel in Bereitschaft, die werden dich führen die rechten Wege. Und wenn dein irdisch Haus wird von diesen deinen Führern mit der Not und Armut geschlagen sein, dann wirst du bei mir ein neues Wohnhaus finden für ewig. Amen. Sehet, das ist wieder ein anderes Wasser. Manche verharren länger in dem Naturzustand, wie da der war dieses unseres Exempelmannes. Dieser aber war nur darum sehr kurz, weil er auf der Welt viel Liebe Gutes tat und weil er für sein Vergehen sogleich ernstliche Reue bezeigte.